Billy the Kid, damals noch Henry McCarthy, wird 1859 in einem New Yorker Armenviertel geboren und ist der Sohn irischer Einwanderer. Seine Mutter ist vor der großen irischen Hungersnot geflohen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 tobte, zogen Billy und seine Mutter mit vielen weiteren Siedlern gen Westen. 1873 heiratet seine Mutter einen Goldsucher, William Antrim. Sie zogen zuerst nach Pueblo in Colorado, kurz darauf nach Santa Fe, New Mexico, und schon bald ließen sie sich in einem Dorf namens Silver City nieder. So hat Silver City früher in den 1850ern ausgesehen. Und so sieht es heute aus. Seine Mutter war schwer an Tuberkulose erkrankt und erhoffte sich durch das trockene Klima eine Besserung ihrer Symptome. Sie verstarb jedoch im Jahre 1874, als Billy nur 15 Jahre alt ist. Sein Stiefvater verließ ihn und seinen jüngeren Bruder Joseph und er arbeitete daraufhin oft in den Saloons der Stadt, wo eines Tages einen Trickbetrüger namens Sombrero Jack kennenlernt. Zusammen schmiedeten sie einen Plan, am 4. September 1874 eine chinesische Wäscherei auszurauben. Billy steht Schmiere, doch er wird erwischt und festgenommen, während Sombrero Jack entkommen kann. Er schafft es jedoch zu fliehen und kommt mit 16 Jahren nach Arizona. Er schlägt sich durch die lebensfeindliche Wüste Arizonas und schafft es zu einem abgelegenen Armeeposten namens Camp Grant, wo er schließlich 1876 bei einem Rancher namens Henry Hooker Arbeit findet. Eines Abends, als Billy in einem der dortigen Saloons abhängt, geriet er mit einem Suffkopf, dem Hufschmied Frank Windy Cahill, aneinander. Cahill hatte zuvor schon des Öfteren den jungen, schmächtigen Billy herumgeschubst und vor allen anderen immer wieder erniedrigt. Als Billy an diesem Abend von ihm zu Boden gestoßen wird, hat er endgültig die Nase voll davon, zog seinen Revolver und drückte ab. Er handelte aus Notwehr, doch er floh dennoch aus Angst, des Mordes angeklagt zu werden. Cahill krepierte elendig an einem Bauchschuss am nächsten Morgen. Billy war nun wieder auf dem Weg zurück nach New Mexico. Auf der langen Reise wird er zu allem Übel noch von Apachen-Indianern überfallen, die ihm sein Pferd nahmen. Er musste nun unzählige Meilen die glühende Hitze der Wüste zu Fuß durchqueren. Dem Tode nahe schaffte es endlich, sich zum Haus seines alten Freundes namens John Jones zu schleppen, wo er wieder gesund gepflegt wurde. Daraufhin schloss er sich der Gang seines Freundes an, den Seven Rivers Warriors, einer Bande an Viehdieben in Lincoln County. Sie arbeiteten für den Viehzuchtmagnaten James Dolan. Unter ihm stahlen sie Rinder und Pferde und verkauften diese hinter der Grenze an Mexikaner. Er nannte sich nun William H. Bonney und war gerade mal 18 Jahre alt. Lincoln County, der größte Bezirk New Mexicos, machte zu dieser Zeit einen großen Wandel durch. Nach dem Bürgerkrieg sind viele angloamerikanische Geschäftsleute in den Westen gekommen, um aus dem unerschlossenen Gebiet Profit zu schlagen. Sie brachten die angestammte hispanische Bevölkerung um ihr Land, wenn nötig auch mit Waffengewalt. Doch diese Waffengewalt richtete sich nicht nur gegen die Mexikaner, sondern auch gegen die Konkurrenz, da spielte die Hautfarbe keine große Rolle mehr. Die großen Viehzuchtmagnate heuerten Banden an Outlaws an und schickten sie, die Farmen der Konkurrenz zu überfallen und deren Vieh zu stehlen, um sie so als Mitwettbewerber aus dem Geschäft zu drängen. Bei einem solchen Diebstahl wird Billy aber geschnappt. Er und die Seven Rivers Warriors wollten einen jungen Rancher beklauen. John Henry Tunstall ist der 23-jährige Sohn reicher britischer Händler und ist erst vor kurzem nach Lincoln gekommen, um im Viehhandel und in der Rinderzucht Fuß zu fassen. Seine Konkurrenten waren die bereits etablierten irischstämmigen Geschäftsmänner namens Lawrence Murphy, hier unten rechts zu sehen, und James Dolan, Billys Arbeitgeber zu jenem Zeitpunkt, hier oben links. Sie waren abgehärtete Kerle, die ebenfalls der irischen Hungersnot entkommen waren. Sie nannten ihr Unternehmen schlicht The House und agierten in Lincoln County wie ein Imperium, das keine Konkurrenz duldete. John Tunstall wollte trotzdem sein Glück versuchen und stellte zur Unterstützung viele gute Cowboys an, die auch gut mit dem Schießeisen umgehen konnten. Billy verlässt die Seven Rivers Warriors, um für den reichen jungen Engländer zu arbeiten. Er war nämlich sehr nett und respektvoll zu Billy,
der erste, der ihm eine faire Chance gab, sich zu beweisen. Im Gegensatz zu dem korrupten und unehrenhaften James Dolan. The Kid wusste das sehr zu schätzen und sah in Tunstall schon bald einen Mentor. Der House jedoch waren skrupellose Geschäftsleute. Sie wollten durch ein gefälschtes Gerichtsurteil Tunstalls Hab und Gut konfiszieren lassen und schickten ein paar der Seven Rivers Gang. Doch als Tunstall davon hörte, ritt er los, um sie auf dem Weg zu seiner Ranch abzufangen und daran zu hindern. Doch die Cowboys der irischen Geschäftsleute kannten kein Mitgefühl. Der junge, naive Tunstall wurde einfach vom Pferd geschossen und in der Wüste zum Verrotten zurückgelassen. Sein Pferd erschossen sie noch dazu. Dies war der Auslöser eines blutigen Konfliktes, der später als der Lincoln County Krieg bekannt wurde. Ein Bandenkrieg des Wilden Westens und Billy the Kid sollte mittendrin sein. Billy war außer sich vor Wut und schwor jeden zu töten, der mit Murphy und Dolan unter einer Decke steckte. Er tat sich mit den übrigen Männern zusammen, die für Tunstall gearbeitet haben. Sie gründeten ihre eigene Gang, die berüchtigten Regulators, mit dem gefürchteten Dick Brewer an deren Spitze. Die Bande, die für das House arbeitete, war Billys ehemalige Gang, die Seven Rivers Warriors. Beide Seiten hatten zwischen 50 und 100 Männer und rekrutierten im Laufe der Auseinandersetzungen immer mehr Leute. Die Seven Rivers Warriors gegen die Regulators. Ein Bandenkrieg, der einen kompletten Bezirk ins Chaos stürzte und die gesamte USA schockierte. Zunächst sollten die Mörder-Tunstalls, allen voran William Morton, zur Strecke gebracht werden. Die Regulators hatten hierzu sogar das Gesetz auf ihrer Seite. Sie wurden nämlich als Hilfs-Sheriffs vom Friedensrichter von Lincoln County dazu angeheuert. Billy und die Regulators spürten Morton und zwei weitere der Seven Rivers Warriors nahe des Rio Penasco auf. Sie jagten sie eine Weile, bis sich Morton und die beiden anderen letztendlich ergaben. Die Regulators nahmen sie zunächst gefangen, doch auf dem Rückweg töteten sie sie, nur ein paar Tage später. Billy und seine Gang behaupteten, die Gefangenen wollten fliehen und ließen ihnen keine andere Wahl. Auch erschossen sie einen ihrer eigenen Bande, der angeblich mit den Seven Rivers Warriors kooperierte. Dieser Vorfall fand am Blackwater Creek statt und wurde deswegen bekannt als Blackwater Massacre. Let me ask you a question. Just what exactly went on in Blackwater? Als nächstes sollte der Sheriff William Brady dran glauben. Am 1. April 1878 lauerten ihm Billy und ein paar weitere aus seiner Gang auf. Sie versteckten sich hier, hinter einer Mauer. Der Sheriff machte gerade mit ein paar seiner Deputies einen seiner regelmäßigen Morgenspaziergänge, als er von der Bande an Outlaws überrascht wird. Sie lassen ihm keine Chance und durchlöchern ihn und seine Hilfs-Sheriffs eiskalt ein paar Dutzend Male. Drei Tage nach dem Attentat auf Sheriff Brady, bei einem Sägewerk und Handelsposten namens Blazer's Mill, stolperten die Regulators zufällig über einen weiteren Mörder in Tunstall. Es war Buckshot Roberts, ein eisenharter Cowboy und geübter Schütze. Anstatt sich angesichts der Überzahl der Regulators zu ergeben, verschanzte er sich in diesem Haus nahe des Sägewerks. Buckshot Roberts schaffte es, vier von Billys Kumpanen zu erschießen, darunter auch der Anführer der Regulators, Dick Brewer. Die Regulators zogen sich dann zurück, aber Robert starb trotzdem am nächsten Morgen an einem Bauchschuss, den er sich bei der Auseinandersetzung zugezogen hatte. George Coe war einer der Überlebenden von Billys Bande, die an diesem Tag dabei waren. Er starb im Jahre 1941. Hier zeigt er seinen Finger, der von Buckshot Roberts an diesem Tag weggeschossen wurde. Dick Brewer und Buckshot Roberts wurden nebeneinander bestattet. In den darauf folgenden Wochen und Monaten sollten noch Dutzende Cowboys bei Schießereien sterben. Der Krieg fand seinen Höhepunkt in der Schlacht von Lincoln am 15. Juli 1878.
Die Regulators wurden hier von der Murphy-Dolan-Fraktion umzingelt und in die Ecke gedrängt. Billy the Kid und viele weitere aus seiner Bande verschanzten sich im Haus und dem nebenanliegenden Gemischtwarenladen von Alexander McSween, dem ehemaligen Anwalt Tunstalls und Verbündeten der Regulators Gang. 3 Tage lang schossen die beiden verfeindeten Fraktionen aufeinander, ohne dass sich eine Partei einen entscheidenden Vorteil verschaffen konnte. Am 18. Juli 1878 traf dann ein Kavallerieregiment des amerikanischen Militärs ein und beendete die Auseinandersetzung zugunsten James Dolan und seiner Seven Rivers Warriors schnell. Sie stellten eine Gatling Gun, ein Vorläufer des Maschinengewehrs, vor das Haus McSweens auf, doch diese kam dann doch nicht zum Einsatz. Stattdessen zündeten sie das Haus an, in dem sich die Regulators aufhielten, sodass diese die Flucht ergreifen mussten. Doch nur wenige schafften es lebend aus dieser Situation. McSweens Frau und Kinder wurden verschont, doch McSween selbst wurde skrupellos durchlöchert, als er mit erhobenen Händen aus dem brennenden Haus trat. Eugene Caesar, ein enger Freund von Billy the Kid, wurde schwer verletzt zurückgelassen, doch er konnte sich wieder regenerieren. Die meisten wurden erschossen, als sie aus dem Haus ausbrachen oder sich ergeben wollten. Billy the Kid konnte gerade so entkommen. Nach diesem einschneidenden Vorfall lösten sich die Regulators zum größten Teil auf. Der Krieg war nun vorbei, die Regulators hatten verloren. Lawrence Murphy war zu dieser Zeit schon länger an Krebs erkrankt und starb kurz darauf in Santa Fe. Bei der Schlacht um Lincoln war er nicht anwesend. James Dolan aber ging als wahrer Sieger aus diesem Konflikt hervor. Er baute sich 1888 dieses Haus und kaufte die Ranch und den Laden von John Tunstall. Später diente er sogar als Senator bis zu seinem Tod im Jahr 1898. Auch Billy hat genug und will Frieden schließen. Er bietet dem neuen Gouverneur New Mexicos, General Lew Wallace, an, gegen die Mitglieder von The House vor Gericht auszusagen. Er will dafür eine volle Begnadigung. Der Gouverneur nimmt das Angebot an. Etliche Gauners werden durch Billys Aussage verurteilt, doch auf seine Begnadigung kann er lange warten. Schon kurz nach der Verhandlung macht sich General Lew Wallace aus dem Staub, zurück nach Santa Fe und schreibt dort lieber seinen Roman Ben Hur zu Ende. Billy wird mal wieder hintergangen und muss fliehen. Nun führt er wieder das Leben eines Outlaws, stiehlt Vieh und Pferde, so wie er es gewohnt ist. Die Zeitungen tun alles, um ihn als wahnsinnigen Mörder und gefährlichen Gauner darzustellen. Am sichersten wäre es für ihn gewesen, das Land zu verlassen, doch er kommt in Fort Sumner bei mexikanischen Bauern unter. Dort verliebt er sich in die 16-jährige Paulita Maxwell, der Tochter von Lucian Maxwell, einem der reichsten Männer des Wilden Westens. Währenddessen wird der neue Sheriff von Lincoln ernannt, Pat Garrett, ein überaus fähiger und ehrgeiziger Mann. Er ist fest entschlossen, Billy endgültig zu schnappen. Sie ritt nach Fort Sumner, Maxwells Anwesen. Es sprach sich schnell herum, dass Billy the Kid dort Unterschlupf fand. Beim Versuch, ihn zu stellen, brach eine Schießerei aus. Billy und sein guter Freund Charlie Bowdry, hier mit seiner Frau Manella zu sehen, konnten dem Kugelhagel entkommen. Aber ein junger Mann namens Tom O'Folia, auch einer der Regulators, wird erschossen. Die beiden flüchtigen Gauners verstecken sich in einer Gegend namens Stinking Springs, ca. 60 Kilometer südlich von Fort Sumner. Dort rasteten sie, überzeugt davon, den Sheriffs erst einmal entkommen zu sein. Sie kamen in dieser kleinen verlassenen Hütte ohne Fenster und nur mit einer einzigen Tür unter. Am 23. Dezember 1880 spürten Garrett und seine Komplizen die beiden letztendlich auf. Als Charlie Bowdry kurz nach den Pferden sehen wollte, wird er urplötzlich von einer Kugel in die Brust getroffen und stirbt. Billy wird in der Hütte festgenagelt, ohne Fluchtmöglichkeit. Da es auch keine Fenster gab, konnte er nur schwer hinausspähen und deswegen nicht feststellen, wie viele genau draußen Position bezogen hatten. Billy musste sich ergeben und als er heraustrat, war er überrascht, wie wenig Männer Sheriff Pat Garrett dabei hatte.
Er soll aufgestöhnt und gesagt haben, zum Teufel, Pat, hätte ich gewusst, wie wenig hier draußen warten, hätte ich mein Glück versucht. Die Gruppe brachte den Gesuchten zurück nach Fort Sumner, wo im April 1881 in diesem Gebäude schuldig gesprochen wird. Heute ist es ein Museum. Am 28. April 1881 brachte man ihn zurück nach Lincoln County, wo er gehängt werden sollte. Eines Tages war Sheriff Garrett gerade nicht in der Stadt und überließ Billy in der Obhut seiner beiden Hilfs-Sheriffs, Bell und Bob Olinger. Olinger ging im gegenüberliegenden Hotel etwas essen und ließ seinen Kollegen nur kurz mit dem Gefangenen alleine. Als Bell ihn zur Toilette außerhalb des Gefängnisses bringt, ergreift Billy seine Chance. Er schafft es, sich unbemerkt aus seinen Handschellen zu befreien, wahrscheinlich indem er sich seinen eigenen Daumen bricht und kann so seinen Aufseher überwältigen. Er klaut diesem daraufhin seine Pistole und erschießt ihn. Laut Billys Aussage wollte er ihn nicht umbringen, doch er hatte keine andere Wahl. Olinger hört den Schuss und stürmt sofort zurück. Billy plündert ein Gewehr aus der Waffenkammer des Sheriffs und zielt aus dem Fenster im oberen Stock des Gefängnisses heraus auf Bob Olinger. »Hello, Bob!« ruft er ihm noch frech zu, bevor er abdrückt. Bob Olinger wird in den Kopf und in die Brust getroffen und stirbt noch auf der Stelle. Billy the Kid konnte erneut erfolgreich fliehen. Doch anstatt nun endlich das Land zu verlassen, ging er zurück nach Fort Sumner. Angeblich war er so sehr in Polita Maxwell verliebt, dass er sie einfach nicht zurücklassen konnte. Eine Tatsache, die ihm später noch zum Verhängnis werden sollte. Ihr großer Bruder Pete Maxwell hieß diese Liebschaft nämlich ganz und gar nicht gut und verpfiff ihn an den Sheriff. 3 Monate nach Billys Flucht, am 14. Juli 1881, sollte es dann soweit kommen. Gemeinsam lauern Pete Maxwell und Pat Garrett ihm eines Nachts im Herrenhaus der Ranch auf. Als Billy im Dunkeln die Veranda des Hauses betritt, konnte er noch deren Silhouetten erkennen und flüstert in die Dunkelheit auf Spanisch, ¿Quién es? Wer ist da? Der Sheriff konnte seine Stimme erkennen und feuert drauf los. An diesem Abend tötet er Billy the Kid. Billy wusste nicht, wer ihn erschossen hatte. Er war erst 21 Jahre alt. Pat Garrett wird danach zum berühmtesten Sheriff des Landes, doch nur für kurze Zeit. Mit hohen Spielschulden wird er irgendwo in der Pampe erschossen aufgefunden. Es gibt aber auch Theorien, laut denen Billy the Kid gar nicht so getötet worden sein soll. Angeblich habe man einen Betrunkenen in Fort Sumner in seiner Stadt erschossen und dessen Gesicht so verunstaltet, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte. Auch eine DNA-Probe dieser Leiche schlug fehl und man konnte deswegen die Identität nicht zu 100% bestätigen. Im Laufe der Jahre behaupteten gleich 2 Männer, der echte Billy the Kid zu sein. Zum einen John Miller, der Billy nicht nur sehr ähnlich sah, sondern auch fließend Spanisch sprechen konnte. Es existierten zudem keinerlei Dokumente über ihn bis zu seiner Heirat am 8. August 1881 in Las Vegas, nur einen Monat nach dem angeblichen Attentat. Zum anderen ein alter Mann namens Ollie P. Roberts, alias Brushy Bill. Dieser kontaktierte 1948 einen Anwalt, der ihm helfen sollte, die noch ausstehende Begnadigung, welche ihm vom damaligen Gouverneur Lew Wallace versprochen wurde, durchzusetzen. Er konnte zwar nicht so gut Spanisch wie John Miller, doch er hatte zahlreiche Schuss- und Schnittwunden am ganzen Körper. Noch interessanter war, dass viele Zeitgenossen, darunter viele seiner ehemaligen Bandenmitglieder, unter Eid schworen, dass es sich bei Brushy Bill um den Billy the Kid handelte. Doch man schenkte seiner Geschichte keinen Glauben und lehnte sein Gesuch nach der Begnadigung ab. 4 Wochen später starb Brushy Bill.